Herzlich willkommen zur heutigen Andacht in der Osternacht. Wir haben jetzt 5.30 Uhr, draußen ist es stockfinster, nur hier drin verstreuen die Kerzen ein sanftes Licht. Osternacht. Am Karfreitag ist Jesus gestorben für unsere Sünden. Er hat sie auf sich genommen und sie begraben. Und heute am Ostersonntag ist Jesus wieder auferstanden. Die Frauen kamen damals zum Grab und ein Engel fragte sie: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Jesus lebt. Er ist für uns auferstanden und hat uns den Weg zu Gott geebnet. In diesem Sinne beginnen wir diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bei dieser Andacht wirkt auch der Dekanatsjugendpfarrer Martin Fleischmann mit. Wir feiern Osterandacht. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Ich glaube an Letzteres. Das hat Albert Einstein gesagt und so die Osterbotschaft in seine Worte gefasst. Wir feiern Osterandacht. Lasst uns beten. Ewiger Gott, die ganze Schöpfung jubiliert und jauchzt über das Wunder des Lebens. Du, Gott, hast uns von der Macht des Todes befreit. Das feiern wir heute neu. In uns singt und jubiliert die neue Schöpfung, das Leben, das du uns schenkst. Dank sei dir für Lebendigkeit und Freude, für Aufatmen und Lachen, für dein Dasein im Leben, im Tod und in Ewigkeit. Amen. Ich schicke euch einen kleinen Gruß aus der Osternacht. Einen kleinen Gruß aus der St. Georgskirche in Guttenberg. Ich bin mitten in der Nacht heute in die Kirche gekommen, weil ich euch etwas zeigen will. Weil ich euch zeigen will, was Ostern für mich bedeutet. Ostern kehrt die Lichtverhältnisse um. Aus Dunkelheit wird Licht. Kleines Beispiel gefällt. Ostern kehrt die Lichtverhältnisse um. Wie sind die Lichtverhältnisse in deinem Leben? Wie sind die Lichtverhältnisse in unserem Land? Wie sind die Lichtverhältnisse in dieser besonderen Zeit, im Corona-Shutdown? Ostern kehrt die Lichtverhältnisse um. Aus neblig trüb wird sonnig klar. Aus stockdunkler Nacht wird der helle Tag. Aus dem Tod wird das Leben, aus der Traurigkeit wird die helle Freude. Denn Ostern kehrt die Lichtverhältnisse um. Ich denke, wir alle können ein bisschen von diesem Licht brauchen, damit wir die Hoffnung nicht verlieren auf dem Weg hin zum Guten. Damit wir die Liebe nicht vergessen, die uns handeln lässt und mutig eintreten lässt für Gottes Recht, für Gottes Gerechtigkeit und für die Schwachen. Damit wir den Glauben nicht verlieren, den Glauben an das gute Ende der Geschichte, den Glauben an die Liebe und die Hoffnung, die Gott uns schenkt durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ostern kehrt die Lichtverhältnisse um. In meinem Leben, in unserem Land, in dieser Welt, in dieser Zeit. Denn wer Ostern kennt,
der kann nicht verzweifeln. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Osterfest. Ich wünsche euch alle, dass das Licht scheint in eurem Leben. Ich wünsche euch allen, dass die Liebe Gottes euch umfängt. Denn Jesus Christus, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns Fürbitte halten. Guter Vater, seit 4 Wochen sind wir nun zu Hause, auf engem Raum mit der Familie.
Schenke uns die Geduld, miteinander freundlich umzugehen, auch wenn wir uns gegenseitig nerven. Gib uns die Kraft, gütig zu sein und die Lage in den Familien zu entspannen. Hilf uns, gemeinsam die Krise durchzustehen. In deinem Namen entzünde ich ein Licht. Guter Vater, viele Menschen sind gerade jetzt am großen Familienfeiertag Ostern alleine und isoliert. Sei du bei ihnen und stärke sie. Gib ihnen die Ausdauer, die Einsamkeit zu überstehen und gesund in den nächsten Tag zu starten. In deinem Namen entzünde ich ein Licht. Guter Vater, sei auch bei den Entscheidungsträgern, die bisher die Augen vor der Gefahr verschließen. Gib ihnen die Weisheit, für das ganze Volk zu sprechen und auch die Schwachen und Bedürftigen richtig zu behandeln. Hilf ihnen, Entschlüsse zu treffen, die dabei helfen, die Krise und Nöte zu bewältigen. In deinem Namen entzünde ich ein Licht. Guter Vater, du siehst die Welt vor dir und ihre Probleme, Nöte und Schwachstellen. Du hast uns deinen Sohn geschickt, damit er uns erlöst und wir bei dir sein können. Hilf uns auch heute, gegen die Probleme in der Welt gemeinsam vorzugehen und deinen Willen zu tun. In deinem Namen entzünde ich ein Licht. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in den Tag mit dem Segen des Herrn. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Amen. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. To show. My life.
Tragt nun das Licht hinaus in die Welt. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Evangelische Jugend Kulmbach wünscht euch noch einen gesegneten Sonntag und ein frohes Osterfest.